Als ich nach Deutschland kam, wusste ich gar nichts über Deutschland. Wir sind so Krieg, so aufgewachsen. Ja, das ist Schicksal halt, dass wir hier sind. Ich erinnere mich nicht viel an meine Kindheit, weil es war nicht so ganz schön, weil wir sind so im Krieg so aufgewachsen. Aber vor dem Krieg war richtig schön. Also war immer in der Schule, haben wir zusammen Fußball gespielt mit den Jungs und so. Ja, danach hat es angefangen und dann mussten wir aus Syrien raus. Ich habe viele Freunde durch das Krieg verloren. Manche sind gestorben, manche sind im Gefängnis bis jetzt. Man weiß nicht, wo die sind. Ja, es war richtig traurig. Ich war so richtig motiviert, hier zu leben. Und es war ein bisschen schwierig, weil man muss alles vom Anfang wieder anfangen. Neue Freunde kennenlernen, neues Ort. Es war gut, dass wir hier Familie haben, weil mein Onkel und seine Kinder und alle waren hier schon vorher. Wir lieben es, hier zu wohnen. Also ist ganz schön. Ruhiger, kein Krieg. Das ist das Hauptgrund. Ich fühle, dass wir nicht willkommen hier. Aber eigentlich, das hatten wir auch, als wir in Syrien waren. Als wir von unserer Stadt zur anderen Stadt so umziehen müssten, das hatten wir auch. Also das passiert auch. Hier gibt es nur Kleinigkeiten, aber wir sind schon gewohnt. Als ich nach Deutschland kam, wusste ich gar nichts über Deutschland. Ich glaube, man kann sich das ein bisschen vorstellen, aber es ist schon noch krasser, als man sich vorstellt, dass man irgendwo ankommt und halt ein neues Leben aufbauen muss, sozusagen. In der Kultur, in der Gesellschaft in Syrien wird noch die Familie an sich anders, glaube ich, noch angesehen, beziehungsweise die Verbindungen zwischen den Menschen in dieser Familie, was erwartet wird oder wie oft man kommuniziert, wie oft man sich sieht und alles Mögliche. Ich glaube, dass eine größere Abhängigkeit da ist. Ich habe zum Glück natürlich keine so krasse Rassismuserfahrungen erlebt, aber es gibt viele, viele kleine Rassismuserfahrungen, die fangen bei, keine Ahnung, Tinder-Gespräche, bei Bumble-Gespräche, wo man denkt, nett gemeint, sehr rassistisch. Und diese Momente sind noch schwieriger natürlich und besonders noch, wenn das Face-to-Face ist. Weil die Person es eigentlich gar nicht so böse meint und man denkt so, okay, vielleicht erkläre ich dir ganz kurz, warum das problematisch ist, was du gerade machst. Deutschland, ich weiß es nicht, also ich weiß nicht, wo das, für mich ist das so ein Ort und das wird definiert durch Menschen und ich würde sagen, die Menschen, die ich kennengelernt habe in den letzten 7 Jahren jetzt in Deutschland, sind für mich einfach so ein neues Leben. Das ist Schicksal halt, dass wir hier sind. Ja. Wir hatten schon Angst, dass irgendwas passiert bei uns, also in Syrien, weil es kam immer so plötzlich Bomben und so, aber wir konnten nicht die ganze Zeit so zu Hause bleiben. Meine Familie hatten auch natürlich viel Sorgen und so. Also ich bedanke wirklich Deutschland, dass das diese Chancen an Sura gegeben haben, dass man lernen kann da, dass man Weiterbildungen macht. Aber in Syrien weiß ich nicht, was ich werde. Ich war ja in der Schule, aber ich hatte kein so richtiges Ziel, was ich machen, genau, was ich mache dann am Ende. Ich lebe hier seit 7 Jahren. Ich arbeite auch
Und ich habe auch voll viele Freunde, die also nicht nur Syrer, natürlich sind voll viele Freunde, deutsche Freunde und so. Und warum sollte ich zum Beispiel nicht da wählen? Also vor Syrien werde ich jetzt nicht wählen, weil ich weg von dort bin. Genau.